Oma Sause, Hühnerschreck oder Arschwärmer? Manchen werden diese Bezeichnungen noch geläufig sein. Es sind Namen für Fahrräder mit Hilfsmotoren. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1927 zurück. 20 dieser historischen Fortbewegungsmittel sind ab sofort im Kreisagrarmuseum Dorfmecklenburg zu sehen. Am 30. April wurde die Sonderausstellung feierlich eröffnet. Zu zeigen, und das ist wirklich ein ganz besonderes Thema, das hat es bis etwa 64 gegeben, wurden diese Hilfsmotoren für Fahrräder produziert, auch in kleinem Maßstab, im Westen schon lange nicht mehr, weil da entsprechende Motorradtechnik vorhanden war, und von daher ist es etwas ganz Besonderes. Die Fahrräder stammen aus der Sammlung von Ulrich Woders. Seine Leidenschaft für Oldtimer hat sich über die Jahre entwickelt. Ulrich Woders sammelt nicht nur, er repariert die Fahrräder auch. Man muss ja auch die Zeit dafür haben, ne? Und dann Zeit, und ganz billig ist es auch nicht, ne? Und dann muss man sehen, dass man es kriegt, ne? Ist auch nicht einfach. Also teilweise stehen die auch ein paar Jahre, bevor ich überhaupt weitermachen kann, dass ich dann Teile bekomme, ne? Der Wert dieser Sammlerstücke lässt sich für den Wismarer nicht in Zahlen fassen. Das Kreisagrarmuseum Dorfmecklenburg ist dankbar, dass er die Fahrräder mit Hilfsmotoren zur Verfügung gestellt hat. Die Sonderausstellung ist noch bis Juli zu sehen.